Wenn ihr mit einer 4090 spielt, so ein bisschen draußen rumrennt oder sowas, dann kriegt ihr da teilweise Frameraten von gut und gerne 300 FPS. Und wenn ihr DLS Quality zum Beispiel noch einschaltet, dann easy 350 FPS oder sowas in der Größenordnung. Und das Lustige ist, wenn ihr dann DLSS 3 zuschaltet, dann kriegt ihr nicht mehr Frames, dann kriegt ihr weniger Frames. Weil dann ist tatsächlich das berechnete Bild mit unter 30 Millisekunden wird schneller ausgegeben, als DLSS 3 den dazwischen geschobenen interpolierten Frame erzeugen kann. Die brauchen 3 bis 5 Millisekunden und hier sind es unter 3 Millisekunden, also bremst DLSS 3 dann tatsächlich. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem noch nehmen. Ihr könnt zum Beispiel ein Frame Limit einschalten auf 140 FPS zum Beispiel, wenn ihr ein 144 Hz Display habt, dann könnt ihr mit der Frame Generation zwar nicht mehr Frames kriegen, aber ihr könnt Leistung sparen, weil die CPU muss dann nur die Hälfte der Frames generieren, die Grafikkarte muss nur jedes zweite Bild voll berechnen und die anderen werden interpoliert. Also damit könnt ihr ein bisschen Leistung sparen, dann wird euer Rechner nicht so heiß. Ist ja vielleicht jetzt auch im Sommer ganz nett, wenn ihr ein bisschen Diablo da suchten wollt.